Moin, Gearbest hat mir eine Goggle zum Testen zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Es handelt sich um das KDS Kailin 5,8 GHz mit 61 Kanälen. So sieht es ja aus. Das mattschwarze Gehäuse fühlt sich durch die Gummibeschichtung recht hochwertig an. Die Goggle hat ein Gewicht von ca. 460-470 Gramm. Die drei breiten Riemen lassen sich gut und dauerhaft in der Länge anpassen. Und durch den dritten Riemen ist sie auch angenehm zu tragen und hält die Position auf dem Kopf auch bei schnelleren Bewegungen. Der Brillenrand ist mit einem weichen, stoffbezogenen Schaumstoff sehr angenehm am Kopf zu tragen. Leider ist die Einkerbung hier für die Nase etwas zu klein geraten, sodass sie auf dem Nasenrücken drückt. Hier kann man vielleicht mit etwas eingeklebtem Schaumstoff oder Neopren Abhilfe schaffen. Mit Strom wird die Goggle aus einem eingebauten 3,7 Volt Lithium-Polymer Akku versorgt, der eine Kapazität von 2000 mA hat. Das sollte für eine Betriebszeit bis zu 60 Minuten halten. So. Aufgeladen wird der Akku über eine Mini-USB-Buchse am PC oder besser an einem USB-Steckernetzteil. Die Goggle wird über den Powerbutton eingeschaltet und auch wieder ausgeschaltet. Leider wird durch den Powerbutton die Batterie nicht total abgeschaltet, sodass sie sich langsam auch im ausgeschalteten Zustand entlädt, sodass nach ca. einer Woche der Akku auch total geleert wird. Also wäre es besser, den Akku oben hier herauszuziehen, wenn er nicht in Gebrauch ist. Mitgeliefert wird eine Cloverleaf-Antenne. Ich habe die immer aufgemacht. Die ist aber linksdrehend. Da ich wie viele meiner Kollegen eine rechtsdrehende Antenne am Kopter verwende, könnte hier eine rechtsdrehende Antenne Vorteile bei der Reichweite bringen. Bei meinen ersten Tests war die Reichweite innerhalb der geflogenen 300 Meter aber sehr gut, auch mit falscher Drehrichtung. Also es ist ratsam, hier bei der Goggle schon eine neue rechtsdrehende Antenne vielleicht mitzubestellen, sodass man vielleicht noch ein paar Meter mehr Empfangsreichweite hat. Ich schalte das jetzt nochmal ein. So, beim Einschalten erscheint das KDS-Logo. Da das KDS-Goggle einen eingebauten Lautsprecher hat,
der ein eventuell vorhandenes Audiosignal überträgt, lässt sich die Lautstärke über die Volume Plus und Volume Minus Tasten einstellen. Ich schalte hier mal aus, weil das Geräusch jetzt doch ein wenig stört. Über den Menübutton lassen sich die einzelnen Modis umschalten. Helligkeit, Kontrast, Farbe, Sendersuchlauf und manuelle Kanalwahl. Ich schalte jetzt einmal auf den Sendersuchlauf und betätige die Abtaste. Und der Sendersuchlauf startet bei Kanal 1 mit 5,645 GHz und geht bis maximal Kanal 61 auf 5,945 GHz in 5 MHz Schritten. Der Kanal mit dem stärksten Empfang wird dann automatisch eingestellt. Ich habe hier zum Testen meine Mikrokamera genommen und dies auf Raceband 1 eingestellt, sendet also mit 5658 oder 5,658 GHz. Wir können einmal den gewählten Kanal überprüfen im manuellen und er zeigt hier 5,665 GHz ein. Also kurz daneben. Da die Sendesignale aber eine starke Streuung haben, wird das Signal auch auf den Nachbarkanälen 5 MHz höher oder tiefer problemlos übertragen. Der 5 Zoll Monitor hat eine Auflösung von bei 16 zu 9 von 800 mal 480 Punkten. Die Bildhelligkeit ist mit 300 cg pro Quadratmeter angegeben und macht einen sehr hellen Eindruck. Der eingebaute Empfänger kann PAL und NTSC-Signale empfangen. Und im Vergleich zu meiner Skyzone Goggle ist das Bild riesig. Ich schätze, es ist doppelt so groß und sehr scharf bis in die Ecken. Die Goggle eignet sich übrigens nicht für Leute, die auf eine Brille angewiesen sind. Die Öffnung ist dafür einfach zu schmal. Für Altersweitsichtige, so wie ich es mittlerweile bin, ist es nötig, eine Korrekturhilfe einzubauen. Ich habe dafür eine einfache Lesehilfe modifiziert und im selbst zugeschnittenen Plastikrahmen geklebt. Diese lässt sich dann einfach unter die Schaumstoffumrandung schieben. Und schon habe auch ich ein klares Bild. Bei meiner Skyzone Goggle war das nicht nötig, hier eine Korrekturhilfe einzubauen, da hier der Bildabstand auf ca. 2 Meter eingestellt ist. Dadurch sehen auch Altersweitsichtige mit Goggles immer gut, solange die Dioptrienzahl nicht größer als 2, 2,5 ist. Bei allen Goggles mit Monitor ist hier der Bildabstand im Lesebereich und daher ist hier eine Modifikation notwendig.
Leider fehlen bei dieser Goggle zusätzliche Eingänge für externe Videosignale sowie Ausgänge für Audio und Video. Und eine DVR-Aufnahmefunktion ist auch hier leider nicht enthalten. Diese Goggle eignet sich somit sehr gut für den günstigen Einstieg in die FPV-Welt oder als Zweitbrille für Gäste. Den Link zu diesem Produkt von GearBest findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch Fragen zu diesem Produkt habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.